Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Willkommen zu einer neuen Rebuild Challenge. Und ihr habt es draußen schon auf dem Thumbnail gesehen, heute die Banana Boat Challenge. Und das bedeutet nichts anderes, als dass wir versuchen werden, Chris Paul, Dwayne Wade, LeBron James und Carmelo Anthony in ein Team zu bekommen. Es ist mit die schwierigste Challenge, die ich jemals so probiert habe, denn es gibt mehrere Faktoren, die unglaublich schwierig sind zu umgehen oder beziehungsweise so hinzudrehen, dass wir das auch letztendlich schaffen können. Faktor Nummer 1, Dwayne Wade spielt nicht mehr. Also habe ich Dwayne Wade jetzt erstmal wieder reingeholt, also quasi einen eigenen Kader erstellt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, Chris Paul, sein einfach mega fetter Vertrag im letzten Jahr, verdient er 44 Millionen und die Wahrscheinlichkeit, dass er seine Player Option zieht, ist einfach verdammt hoch. Und dann frisst er 35%, ungefähr 35% von deinem Cap-Space. LeBron James müssen wir ja auch irgendwie bekommen, also müssen wir dem irgendwie die 40 Millionen anbieten. Und auf der anderen Seite müssen wir noch Carmelo Anthony holen. Und heute ist es tatsächlich auch eine Besonderheit, denn während ich das hier gerade eben aufnehme, sind wir live im Stream. Also es ist eine Live-Rebuild-Challenge und deswegen werde ich auch ein bisschen Support haben vom Chat. Wir machen heute einfach mal einen kleinen Mini-Test und deswegen lass uns jetzt reingehen mit den Heat. Ich probiere es mit den Heat, weil ich mir denke, dort habe ich einfach schon Dwayne Wade. Ich habe wahrscheinlich das beste Trade-Material mit Bam Adebayo. Man könnte natürlich auch versuchen, das bei irgendeiner Franchise zu machen, die unendlich Cap hat, aber zum Beispiel die Mavs, das habe ich mir auch schon überlegt, weil dann natürlich Luka Doncic mit seinem Rookie-Contract. Aber ich probiere es jetzt einfach mal mit den Heat und wir gucken, ob wir es in irgendeiner Art und Weise hinkriegen. Also lass uns erstmal reingehen. Einstellungen habe ich schon alle vorgenommen. Wir laden einmal zumindest den ersten Jahrgang ganz normal den Draft. Storyline ist unrelevant. Und dann, so, here we go. Da ist Dwayne Wade mit einer 92. Ich habe ihm einen 4-Jahres-Vertrag gegeben. Letztes Jahr ist eine Team-Option. Den haben wir schon mit drinnen. Jimmy Butler, Bam Adebayo. Und letztendlich ist jetzt unsere große Aufgabe halt, Chris Paul, LeBron James und Carmelo Anthony zu uns zu holen. Also, wir haben uns jetzt gerade eben gemeinsam gedacht, vielleicht ist es eine Möglichkeit, tatsächlich in der ersten Saison beides über die Bühne zu kriegen. Ja? Weil sowohl LeBron James als auch Chris Paul ja ihre Player-Option haben. Da müssten wir natürlich das Glück haben, dass beide diese Player-Option auch ziehen. Denn eine Sache kann ich euch auf jeden Fall schon mal verraten. Ne? Und das macht es nämlich auch nochmal schwieriger. Du kannst für Melo nicht traden mit irgendeinem Pippi-Gegenwert. Denn ja, die Trailblazers glauben nämlich, dass Carmelo Anthony, also dass sie quasi ein Contender sind. Und dementsprechend, ich bin begeistert von unserem aktuellen Kader und glaube, dass wir um die Meisterschaft mitspielen werden. Ich ändere nichts, wenn ich nicht einen Deal sehe, der einfach zu gut ist, um wahr zu sein. Das ist dieses Angebot, aber nicht. Sie bitten mich, einen wertvollen Aktivposten abzugeben, bieten mir aber keinen annähernd vergleichbaren Gegenwert. Das können sie vergessen. Ja. Grüße gehen raus. Also, selbst Carmelo Anthony, wir probieren jetzt erstmal LeBron James abzugreifen. Abzugreifen ist auch gut. 39 Millionen. Ehrlich gesagt, ich würde es gerne nur mit Jimmy Butler hinkriegen. Aber ich hab halt nicht genügend Assets. Sie bitten mich, einen wertvollen Aktivposten abzugeben, bieten mir aber keinen annähernd vergleichbaren Gegenwert. Das können sie vergessen. Okay, erstmal eine andere Variante. Und zwar, wir suchen uns Trades für Dragic. Wir versuchen, Picks zu bekommen. Für Dragic, Iguodala, Olynyk, alle, die gerade eben Kohle verdienen, die Erstrundenpick. Phoenix Suns, 2 Erstrunden-Picks. Frage ist, was hat einen größeren Wert für die? Ehrlich gesagt, ich glaube, dass Clint Capella einen größeren Wert hat als Picks für die Lakers. Was ist denn jetzt Clint Capella? Hier. Werde ich Myers Leonard auch gleich los.
Good question. Okay. Das ist mal mein erster Versuch. Ich gehe nochmal rein und schau, ob wir jetzt vielleicht sogar schon bessere Chancen haben. Ist jemand von den Boston Celtics. Zwar Top 3 geschützt, aber immerhin ein First-Round-Pick. Oh, die Lakers hauen mir. Super, aber ja. Das bedeutet ja, dass die Lakers auf der Position eigentlich Need hätten. Okay, ich probiere es trotzdem. Ich nehme die Picks der Lakers. Ich ändere meinen Kader auf. Dass wir natürlich auch versuchen könnten, Bam reinzuwerfen. Aber jetzt probiere ich es erstmal mit Capella. Trade vorschlagen. Come on. Capella. Ich gebe euch noch. Tyler Hero. Dann gebe ich euch den First Round Pick. Noch einen First Round Pick. Ihr gebt mir einfach. Was hatte ich gerade eben für einen Spieler drin, der für mich. McKinney hatte, glaube ich, einen Stern. Alter. Ich dreh durch, ey. Digga, Alter, was ist los mit dir? Jimmy 93, Bam Adebayo 90, LeBron James ist eine 98. Ich krieg jetzt gleich einen Vogel. Man muss doch LeBron James irgendwie bekommen können, auf legalem Weg. Ich weiß, dass die Luka Doncic auf der Zielliste haben. Aber Luka ist natürlich jetzt auch erstmal unantastbar, da muss ich erstmal reingehen in die Teamauswahl und muss Luka von der Liste runternehmen. Das ist der einzige Weg, wo ich sagen könnte, dass ich jetzt erstmal für Luka trade. Hat das nicht immer. Moment. Einstellungen, Teamauswahl. Pass auf, am Ende mache ich alles, ich krieg's hin und dann gewinne ich mit dem Banana Boat Team nicht mal den Titel. Okay, und jetzt kommt das gleiche für Luca. 94. Jimmy. Ich probiere es erstmal nur mit Picks. Ja, und jetzt haue ich noch Tyler Hero mit rein. Ihr könnt mir, weiß ich nicht, Brunson geben. Brunson ist zu gut, 2 Sterne. Wahrscheinlich Capella mit reinwerfen müssen oder Bam. Was ist los mit denen? Was ist los mit denen? Warum sind diese Typen alle so schwer zu bekommen? Also, ich würde ja nicht sagen, wenn ich irgendwie Trash anbieten würde. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie ich es machen soll. Ich kann jetzt bloß gucken, dass ich für Bam etwas bekomme, was noch besser ist als er selber. Was soll das sein? Oder wer soll das sein, ist wahrscheinlich eher die Frage.
niemand, der vergleichbar einen Wert hat. Dame, Curry, die sind alle unantastbar. Trae Young hat eine 88. Harden ist sowieso unantastbar. Doncic. Versuch Bam für Simmons, Mello für Capella. Ja. Wir können auch erstmal versuchen zu simulieren und zu gucken, ob sich etwas verändert. Aber ich glaube, selbst wenn wir kurz vor der Trading Deadline sind, komm, wir probieren es einfach mal. Wir simulieren bis dahin. Oh. CPU-Trade-Angebote. Wie kann man das hinkriegen? Schreib mir mal ganz kurz auf, dass ich... Jimmy auf Shooting Guard vielleicht. Ich weiß nicht, ob Jimmy dann besser wird. It's Pretty Ass, hi, grüße dich. Lukas, auch hallo. Chris, an alle, die ich jetzt gerade eben noch nicht begrüßt habe. Nee. Wird er nicht besser. West Paul zu bekommen ist mega easy, das kann ich euch sagen. Aber LeBron James zu bekommen. Das ist nicht easy. So, wir stoppen mal ganz kurz. Ich probiere jetzt nochmal das, was ich gerade eben probiert habe. Kannst ja mal einen Dreier-Team-Trade versuchen, vielleicht lässt sich da was rausholen. Ja, ich probiere es jetzt nochmal so, dann können wir gucken. Ne? LeBron James wird, glaube ich, auf jeden Fall, also er wird jetzt normalerweise immer Free Agent. Alter, Leute, was geht mit euch ab? Ey, ich habe eure ganzen Spenden alle nicht gesehen. Aber jetzt wart... Oh Mann. Also erstmal, ich bedanke mich bei euch beiden. Ihr habt gerade 10, 20, 40, 60, 90, 120... Alter, ihr habt einfach 200 Euro gespendet. Ihr seid nicht normal. Wir traden jetzt für Chris Paul als erstes. Alles andere... kriegen wir jetzt erstmal nicht hin. Jimmy Butler, Tyler Hero, Kendrick Nunn für Chris Paul und Devin Booker. Machen wir. Weil eventuell reicht diese Kombination. Ich habe jetzt Chris Paul, Dwayne Wade. Eventuell reicht das jetzt, um LeBron James zu holen. Komm schon. LBJ. We want you. We need you. Einmal.
Zweimal. Dreimal. Alter, du kannst nicht Nein sagen. Du kannst, wenn du dagegen Nein sagst, ich schwöre, dann mache ich Trade erzwingen, weil dann kannst du mir echt einen Schuh aufblasen. Weil das... Was geht jetzt ab? Ja, jetzt haben die dann zu viele Spieler am Start. Es muss klappen. First Round Pick. Bam Adebayo, Devin Booker, Clint Capella, LeBron James, McKinney und Mahimi. Alter, die sind nicht normal. Die sind nicht normal. So, LeBron James ist natürlich MVP. Und jetzt geht's ans Eingemachte. 4-0. Ja, und erstmal schön gegen Philly raus in der zweiten Runde. Und die Milwaukee Bucks haben, glaube ich, gerade die Clippers rausgehauen. Kindersitz fürs Auto. Haha, Lucho. Auf Fani. Spielerrücktritt. Was sage ich euch? Carmelo Anthony tritt zurück. Du hast Gott sei Dank einmal die Möglichkeit, einen Spieler zu überstimmen. Und wir holen ihn natürlich zurück. Also das konnten wir erstmal abwenden. CFO. Chef Scout. Sagen beide ja. Okay. Draft. Im Draft hole ich mir jetzt erstmal... Achso, da darf ich mir jetzt auch keinen zu guten holen. Ich hole mir erstmal gar keinen. Wenn du Pech hast, verlängert LeBron seinen Vertrag und geht nicht in die Free Agency. Das wäre natürlich der Obergau. Wer ist Brandon Boston? Hey, Cunningham ist einfach... an der 7 von den Cavs gepickt. Was haben bitte die Hornets gemacht? Die Hornets sind sogar im NBA 2K eine Katastrophe. Wie kann man mit dem ersten Pick, aber was machen auch alle dahinter? 31 Millionen, Devin Booker, die müssen auf jeden Fall weg. Patrick Williams, Ibaka, Brandon Clark, Okongwu und ein First-Round-Pick. Mitchell Robinson. Oh, der Vertrag von Mitchell Robinson ist natürlich nice. Ja, den hole ich mir. Also, ich brauche ja auch... Ich brauche einen Center neben den ganzen Leuten. Und damit, da ist auf jeden Fall Mitchell Robinson genau der Richtige. So. Ich muss doch jetzt im Endeffekt... Muss ich Capella noch loswerden? Maxi und Saibol. Man könnte sagen, wie gewohnt, Saibol ist immer mit drinnen. Brandon Clark. Oh, Brandon Clark ist auch nicht schlecht für 2,7. Es geht nur um eine Saison. Es geht um genau eine einzige Saison, das Banana Boat. Und selbst wenn wir den Titel nicht holen, ist es egal. Da hole ich mir einen Point Guard und einen Shooting Guard. Oder hole ich mir mit Brandon Clark nur einen und zwar einen Power Forward. Ich nehme Brandon Clark. Ich habe keine Ahnung, ob es klappen wird, Leute. Jetzt muss ich noch Bam loswerden. Bam muss ich loswerden. Loswerden in Anführungsstrichen. Jaren Jackson Jr., Okongwu. Michael Porter Jr.
Den würde ich sogar nehmen, wenn es alleine wäre. Let's go. So, und jetzt haben wir doch eigentlich... Wir haben doch jetzt eigentlich die Kohle, um LeBron James auf jeden Fall... Wie viele Angebote hat er? Angebote ansehen. 40, 77. Und überall ein Jahr. Und eine No-Trade-Klausel. 40. So. Player Option, No Trade. Und bei Chris Paul habe ich die Bird Rights. Was hat der für Angebote? Ja, warum steht jetzt hier plötzlich 77 Millionen und nicht einzeln die Zahl? Nein, völlig krank. Wie kann man denn in Chris Paul nochmal diese Kohle anbieten? Aber das bringt ja jetzt nichts, weil ich jetzt nicht im nächsten Zug... Also, er sagt zwar jetzt im Moratorium ja, aber er ist halt noch nicht drinnen bei mir. Bitte lass Chris Paul noch da sein. Nein, Chris Paul ist weg. So. Es geht darum, das Banana Boat zusammenzubekommen. Das ist gerade eben unsere Aufgabe. Und wir brauchen immer noch Chris Paul und Carmelo Anthony. Schon. Jetzt plötzlich wollen sie nur Brandon Clark haben. Hättet ihr auch mal früher sagen können, oder? Alter, das Banana Boat ist komplett. Let's go. Brauche ich nur noch Mello. Und Mello, jetzt mach keinen Scheiß, Mann. Ich habe heute diese Challenge 4-mal probiert und im Stream klappt es. Wo bist du? Hä? Jetzt hat er irgendwo unterschrieben. Ich krieg einen Anfall. Aber egal, wir haben genügend Assets, um für ihn zu traden. Tatsächlich, er hat unterschrieben. Bei den Bucks. Krass, da wollen sie tatsächlich Ogpala haben. Brian Forbes. Yes! Come on! Alter, nach einer Stunde ist das Banana Boat zusammen. Ich dreh völlig durch. Raus hier. Boom. Chris Paul, Dwayne Wade, LeBron James, Carmelo Anthony, Mitchell Robinson. Oh man. Oh man. Here we go, my friends. Es war eine schwere Geburt. Und jetzt will ich aber auch noch den Titel holen. Ja, Avery Bradley bringt eigentlich auch das mit, was wir hier brauchen. Nein, komm, wir sind durch. Wir sind durch, lass es so zu Ende spielen. So, und da kann von mir Kelly Oubre Jr. die paar Minuten übernehmen. Und so werden wir es versuchen. Ich speichere einmal ab. Es wird sehr, sehr spannend, ob das reicht. Also defensiv ist das ja an der einen oder anderen Stelle top, an der einen oder anderen Stelle. Carmelo Anthony bereitet mir so ein bisschen Sorgen. Ja, die Liga wird komplett zerstört. Es ist Zerstörungsmodus angesagt. Außer natürlich gegen LeBron James wird MVP. Jalen Green, Spencer Dinwiddie, Kawhi Leonard. Selbst wenn wir jetzt nicht Champion werden sollten, dann... Wir spielen als erstes gegen Brooklyn. Alter.
Was zur Hölle? Ich hab Angst. Ich hab echt Angst, muss ich sagen. Was haben wir Angst? Tschüss und auf Wiedersehen, meine Freunde. Das Let's go. LaMelo Ball, Brandon Boston, Gordon Hayward, PJ Washington, Cody Seller. Ich wollte gerade sagen, das sollten wir auf jeden Fall packen. Von wegen Angst vor Boston. Die werden von Orlando weggeklatscht. Cole Anthony, RJ Barrett, Juma Okeke, Aaron Gordon, Vucevic. Wir zwei. Und jetzt geht's gegen die Clippers. Devonte Graham, Paul George, Kawhi Leonard, Daniel Oturu und Ibaka. Yes! Die perfekte Rebuild-Challenge, Mann. Wir haben es gepackt, Banana Boat zusammengestellt und den Titel auch noch geholt. Und das Ganze im Live-Let's Play. Happiness vom Allerfeinsten ist am Start. Ja, Leute, das war das erste Live-Let's Play im Stream. Ich werde das Ganze zusammenschneiden und cutten. Absolut wild. Ihr habt das selber gesehen. Es war eine riesengroße Aufgabe, diese vier Jungs zusammenzukriegen. Besonders der Vertrag von Chris Paul und LeBron James. Ich hatte dann echt ein bisschen Sorge, dass es nach dem Moratorium nicht klappt. Carmelo Anthony. Aber wir haben dann halt extrem gut Devin Booker, Bam Adebayo. Da haben wir einfach gute Jungs und Trade-Assets rausgezogen. Und am Ende hat es dann tatsächlich geklappt. Nach einer Stunde 30 sind wir durch mit dieser Rebuild-Challenge. Als Let's Play sind es zwar wahrscheinlich irgendwie 30, 40 Minuten. Ne? Lasst mir gerne ein Like da, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo natürlich auch. Und ja, wenn ihr Bock habt, das nächste Mal live mit dabei zu sein, einfach auf Twitch abchecken, Max Sports. Und an alle, die natürlich im Stream mit dabei waren, auch vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, euer Max. Ciao.